Fresh. Guten Abend, herzlich willkommen, schön, dass Sie dabei sind. Ja, da laufen Schafe rum, es gibt Grünflächen, alle fühlen sich wohl. Die Allbau, großer Essener Wohnungsbaukonzern, hat alte Häuser einer Wohnanlage in Essen modernisiert. Jetzt würde man denken, na klar, dafür verlangen Sie jetzt wahrscheinlich eine Wuchermiete. Tun Sie aber nicht, die Wohnungen bleiben bezahlbar und alle sind happy. Es muss auch mal... Energiekrise, Krieg, Inflation, wir bekommen ja einiges um die Ohren gehauen gerade, aber... Wir wollen den Kopf nicht in den Sand stecken, sondern nach vorne blicken und kreative Lösungen finden. An unserem WDR-Thementag Ideen für den Westen, clever durch den Herbst, stellen wir Ihnen jetzt die Bäckerei Troll aus Essen vor. Auch die bekommt die Energiekrise natürlich voll zu spüren und entwickelt deshalb Ideen, ja, um den Winter wirtschaftlich zu überstehen. Wir haben uns mal in der Backstube umgesehen. Es gibt aber auch gute Nachrichten von Schalke. Die Europameisterschaft 2024 wirft ihre Schatten voraus. Zu den 10 Gastgeberstädten gehört auch Gelsenkirchen. Und als Stadtbotschafter hat der DFB vor wenigen Tagen Gerald Asamoah vorgestellt. Der Ex-Nationalspieler hat Gelsenkirchen schon erfolgreich im Bewerbungsverfahren unterstützt. Stefan Göke, live in Gelsenkirchen. Das ist ja ein ziemlich turbulenter Tag heute. Kommen ja einige Themen zusammen, oder? Ja, das stimmt. Vielen Dank, Stefan Göke, live aus Gelsenkirchen. Alles wird teurer, das zieht sich mittlerweile durch unseren Alltag und auch durch unsere Sendung. An unserem heutigen WDR-Thementag Ideen für den Westen, clever durch den Herbst, haben wir Ihnen ja eben gezeigt, wie eine Bäckerei mit den Herausforderungen der Energiekrise umgeht. Jetzt gucken wir mal, wie wir alle noch sparen und Schnäppchen machen können. Secondhand ist ja momentan total angesagt, nicht nur bei Klamotten. In Witten gibt es seit 2008 einen Secondhand-Baumarkt, übrigens bundesweit der erste seiner Art. Ja, und das Gespräch haben wir aus Zeitgründen vor der Sendung aufgezeichnet. So, und jetzt kommt Emily Menges. Die hat's echt drauf. Die Schülerin aus Duisburg ist die Nummer 1 in Sachen Wakeboard in ihrer Altersklasse. Emily ist gerade mal 13 Jahre alt. In den nächsten Tagen geht's für sie zur WM nach Thailand. Vorher wird noch mal ordentlich trainiert und das sieht schon ziemlich spektakulär aus. Ja, jetzt geht's erstmal zur WM nach Thailand und da drücken wir Emily ganz doll die Daumen. Ja, das war heute ein schöner goldener Oktobertag, wie im Bilderbuch, mit Sonne und wenigen Wolken. Gucken wir mal, was uns morgen und in den nächsten Tagen erwartet. Und in der Nacht beginnen wieder dickere Wolken im Anmarsch und vereinzelt Schauer bis 19 Grad. Ja, das war's von uns. Wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen wieder um 19.30 Uhr zur langen Lokalzeitruhe und auch schon kurz nach 18 Uhr. Und hier geht's um 20.15 Uhr weiter mit Markt und Katharin Vogel direkt nach der Tagesschau. Schönen Abend noch. Danke für Ihr Interesse.